Aufgepasst, es geht um eure Betriebskostenabrechnung. Was will ich damit sagen? In den nächsten Tagen werdet ihr wahrscheinlich eine Betriebskostenabrechnung bekommen, beziehungsweise ihr habt sie schon bekommen. Ihr habt euch eventuell gefreut, dass ihr eventuell was als Guthaben bekommt, egal wie groß oder wie viel es auch sein mag. Allerdings, die Seiten dahinter werden euch wahrscheinlich komplett erschlagen. Was bedeutet das? Eure Miete wird nicht sinken, eure Miete wird nicht bleiben, eure Miete wird steigen. Warum? Die Kaltmiete wird quasi steigen, ca. 20 bis 30%. Das heißt, ihr müsst mal locker 30, 40 oder 50 Euro mehr quasi im Monat zahlen, auf einmal, weil die Kosten steigen. Auf einmal. Ihr wurdet nicht vorgewarnt, euch wurde nicht gesagt, es heißt, frisst euch, stirb und haltet die Schnauze. Wehrt euch dagegen. Wer ist denn daran schuld? Die Regierung. Mein Vorschlag wäre es doch einfach, die laufenden Kosten noch einfach der Regierung in Rechnung zu stellen. Sucht euch einen Anwalt und die sind nämlich daran schuld. Und versucht irgendeine Rechtslücke zu finden und ja, steckt den Politikern die Rechnung in den Hals. Die sollen doch dafür bezahlen. Also wir haben zum Beispiel verhandelt, dass wir diese Umschlaggebühr zum großen Teil nicht zahlen müssen, weil wir heizen doch nicht im Sommer und solche Sachen. Wir müssen bezahlen für die Heizung im Sommer, die wir überhaupt nicht benutzen. Denkt mal drüber nach. Spricht mit eurem Vermieter. Wenn ihr sie trotzdem bezahlen müsst, geht zum Rechtsanwalt. Versucht das irgendwie abzuwehren. Weil im Endeffekt, ihr seid nicht daran schuld. Wenn ihr die Kosten irgendwie tragen sollt oder bezahlen müsst, ja, dann versucht die Rechnung irgendwie auszugleichen mit indem ihr irgendeine Rechtsgrundlage findet. Rechtsanwälte gibt es genug, lasst euch mal beraten. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten. Ja, passt also auf eure Betriebskostenabrechnung. Nicht, dass ihr dann den Brief liest und ihr fallt dann quasi rückwärts um mit einem Herzinfarkt, weil ihr dann auf einmal 50 Euro mehr im Monat zahlen müsst. Passt also auf.